Natur ist verändert, es liegt kaum noch Schnee. Nur im Traum läuft man Schlittschuh auf gefrorenem See. Und statt Schlittschuh und Schlitten gibt's Computer geschenkt. Und vergessen hat man den, der im Himmel alles lenkt. Und dann fängt Oma zu erzählen an, wie das Weihnachtsfest eigentlich schön sein kann. Mit Tannenduft, Bratäpfeln, Kerzen am Baum, der Geruch von Gebäck und Glühwein im Raum. Zur Mitternachtsmesse durch knirschenden Schnee, zufriedene Gesichter, wohin ich nur seh. Wenn die Oma dann endlich verstorben ist und der Anwalt die Erbschaft verliest. Ach ja, Weihnachten damals, als ich noch ein süßer kleiner Bub war. Was für eine herrliche Zeit. Ich fand's scheiße damals. Diese aufgezwungenen Familienfeste jedes Jahr waren die Hölle. Und du, Mistblag, hast sowieso den ganzen Tag nur Kekse und Bratäpfel gefressen und dir zur Bescherung in die Hose gemacht. Drecksau. Ja, ja, das macht er heute noch. Aber erzähl uns doch noch einmal, wie schön und besinnlich es früher war in deiner Jugend. Oh ja, als ich noch frisch und knackig war. Mit eurem Opa, ein fescher junger Mann, war ja ein hohes Tier bei der Waffen-SS. Oh, was wir damals über die Feiertage für rauschende Orgien gefeiert haben mit seinen Freunden von der Wehrmacht. Oh, da träumt der Führer von, wirklich. Dieser Himmler übrigens, ne? Ganz reizender Mann. Der wollte mich immer bumsen damals. Oma, also ich meine jetzt nicht das damals. Also, ich meinte das damals davor oder dazwischen. Also als Weihnachten noch so beschaulich war und jedes Jahr weiß, wie mit zauberhaftem Puder zu verzogen. Ja, weißes Puder gab es damals auch. Und jede Menge sogar. Euer Opa hat sich das ja säckerweise durch die Nase gezogen. Eine Linie von Braunschweig bis Stalingrad. Einmal war er so drauf, dass er besoffen am Tisch den Lümmel in die Weihnachtsgans geschoben hat. Also, Mann, war ich wütend. Ich habe ihm zur Strafe dann den Christstolz. Oma, vergiss doch mal die schlimme Zeit, über die wir gar nicht mehr reden wollen. Also jedenfalls nicht im Fernsehen. Komm, wir bringen dich heim, ins Heim, ja? Und dann machen wir Bescherung. Ja, wir haben dir einen wunderschönen, bunten Teller mit ganz herrlichen Äpfeln und Nüssen mitgebracht. Was? Schrumpeligen Äpfel und verkackten Nüsse, die kannst du dir sonst wohin schieben. Wir sind doch nicht in der Sowjetzone. Was ist mit meinem neuen iPad, du Penner? Aber, liebe Großmutter, was willst du denn mit so modernen Sachen? Oder? Für meine Livecam. Versaute Knitterluder besorgen's dir mit Schmackes auf faltenficker.de. Wie soll ich mir sonst das Zimmer hier im Heim finanzieren? Der alte Schmalzknödler, der zahlt doch nicht genug. Also doch gleich wieder online. Über die Feiertage, da brummt der Laden. Da wird jeder einsame Wichskopf mal zum Weihnachtsalbum von Helene Fischer den Willi würgen. Ich bin übrigens auch bei Instagram unter reife Runzelrochen von alten Schachteln frisch gebügelt. Ja, Judith, ich glaube, das war wohl unsere letzte Sendung für die ARD. Sag mal, Oma, meinst du, wir beiden könnten vielleicht bei dir einsteigen? Also, ich meine, vom Look her müsste ich doch so langsam... Naja, ziemlich spießig, nicht? Vielleicht schon ein bisschen alt und verbraucht. Aber irgendeinen Perversen finden wir schon für euch. Auf jeden Fall macht ihr da mehr Kohle als hier mit eurem schmierigen Gejaule. Garantiert. Ruf mich an!